Mahlzeit, willkommen beim Right Video Magazin und einem neuen Video unsererseits, einer neuen Reportage. Und wir stehen hier vor einem Firmengebäude in einem Industriegebiet, unweit von Freiburg, würde ich mal sagen. Wir sind auf jeden Fall gerade noch am Europapark vorbeigefahren auf dem Weg hierhin. Und das ist die Firma Aufwind. Sagt vielleicht den meisten noch nichts, aber jetzt gleich, weil wir werden jetzt mal klären, was das für eine Firma ist, was die alles machen. Ich weiß auch nur grob ein paar Sachen, weil auf jeden Fall auch dieses Jahr einige Neuheiten kommen in Deutschland im Bereich Fahrgeschäfte oder Attraktion. Und das gucken wir uns heute an. Und nicht alleine, wir haben nämlich noch jemanden dabei, der gerade da kommt. Christoph Wunderlich. Und das ist nicht abgesprochen, dass der jetzt um die Ecke kommt. Das ist Timing. Timing! Scheiße. Hey, das ist ja pünktlich als die Feuerwehr erlaubt. So, wir machen kurzes Hallo und dann geht's gleich weiter mit dem Video. So, jetzt sind wir ein paar Leute mehr. Christoph, habt ihr schon gesehen und wir haben jetzt auch noch den Lutz hier. Und der Lutz, der stellt sich jetzt mal vor, wer du bist, wo wir hier sind und was du hier machst. Genau. Ja, hallo, mein Name ist Lutz Bayer, ich bin Geschäftsführer bei Aufwind. Wir tun in der Sparte Rides, bauen wir hauptsächlich Dark Rides und Flying Theaters für Freizeitpark oder Messen oder Industrie. Und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick geben, was wir hier alles tun, wie wir alles tun und dass wir auch hier fast alles im Haus produzieren. Das heißt, wir machen eigene Ideen, also wir entwickeln Ideen, grafische Konzepte, wir machen die kompletten mediabasierten Spielentwicklungen oder andere Entwicklungen, wir fertigen hier selber und das zeige ich euch heute einfach alles mit dem Pro zusammen. Was sehr schön, ich bin sehr gespannt und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir rein. Auf geht's. Ist das gut? Ja. Wir sind jetzt drin. Hol uns mal kurz ab, wie sind die Räumlichkeiten hier, genau. Weil das ist ja erstmal alles voll kreativ, sieht das für mich jetzt alles aus. Ja, voll kreativ. Genau. Hier sind wir jetzt in unserer Kreativabteilung. Hier machen wir im Prinzip meistens so, dass uns Kunden anrufen. Die haben keine große Vorstellung, was sie gern für Anlagen haben möchten oder wie das Ganze funktionieren soll. Und dann entwickeln wir auf Basis von ersten Anhaltspunkten beim Kunden einfach ein Konzept, wie so ein Ride oder so ein Flying Theater einfach aussehen könnte. Und das machen wir alles hier. Wir machen hier die Ideen, auch die ganzen Texte, Drehbücher und eben auch die grafische Gestaltung, wie zum Beispiel die Pre-Show aussehen soll, was soll in der Pre-Show passieren und so weiter. Und da steht so ein kleines Ding hier, das geht ins Ravensburger Spielland. Das ist für so einen ganz kleinen Gimmick, 2 Sekunden lang gibt es hier so eine Tasse. Das verrate ich euch dann später mal, was wir damit machen. Diese unglaublich kreativen Sitzkugeln. Wie oft sitzt da noch wirklich jemand drin? Ja, Pro, wenn du dich jetzt reinsetzt heute, dann bist du erst im Jahr 2023 da drin gesessen. Nee, da fange ich damit nicht an. Was mir noch fehlt, ist ein Kicker hier. Das noch haben wir auch. Kickerstand. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Können wir da auch noch Kreativität in allen Ecken. Ja, genau. Sehr schön. Kicker darf nie fehlen. Ne? Benutzt auch fast keiner mehr, aber wir haben ihn, den Kicker. Habt ihr eigentlich, wenn die Kunden zu euch kommen, wollen die auch manchmal Sachen mit Lizenz haben oder ist es immer, dass ihr komplett was Neues kreiert oder würdet ihr das machen oder auch eher nicht? Was meinst du jetzt genau mit Lizenz? Wenn ich jetzt kommen möchte, einen Harry Potter Dark Ride haben. Ja, klar. Also jetzt mal ab davon, dass ich jetzt die Lizenz nicht nutzen kann, wenn ich eine hätte, die ich nutzen darf. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Harry Potter Lizenz hättest, würden wir es natürlich super gern machen. Mhm. Bis jetzt war eher das Thema, es ist natürlich auch eine Preisfrage mit Lizenz. Wenn du natürlich jetzt für die Lizenz schon ein paar hunderttausend Euro bezahlst, wird das Ganze halt bei kleineren Parks eher etwas schwierig. Aber klar, wir sind für alles offen. Wir machen auch gerne Lizenzgeschäft. Oder wie Ravensburger, die haben die Lizenz ja an sich. Stimmt, und das ist ja ein Lizenzprodukt, ja. Klar, für Ravensburger machen wir ja nur Lizenzprodukt. Da wird ja dieses Jahr am Start sein Gravity Tracks und der Memory Ride. Sind quasi wie Lizenzen, ja. Ja, gut, Ravensburger vergesse ich bei sowas immer, weil wenn der Lizenzgeber gleichzeitig der Lizenznehmer ist, dann ist das irgendwie so, ja, das läuft bei mir. Dann. Wir würden gerne mal Indiana Jones Ride machen zum Beispiel, aber das ist halt fast unmöglich, da eine Lizenz ranzukommen. Das ist fast nicht machbar. Aber vielleicht kommt irgendjemand mal und sagt, hey, ich habe die Indiana Jones Lizenz, dann sind wir dabei. Genau. Sehr geil. Gut, vielleicht gehen wir mal kurz zu unserer Artdirektorin, der Pia. Sehr gerne. Und dann würden wir euch mal die ersten Einblicke in das Memory Ride vom Ravensburger zeigen, dass ihr mal so ein bisschen sieht, was wir da alles machen. Sehr gerne. Vor allem starten die ganzen Ideen da auch immer. Ja, jetzt sind wir bei der Pia am Arbeitsplatz. Die Pia ist unsere Artdirektorin und ist im Prinzip auch so ein bisschen der Kopf unserer Ideen und wirft für uns Konzepte und auch die Gestaltung dazu. Und wir haben ein Beispiel, ich habe schon erzählt, dass wir im Ravensburger Spielland so einen großen Memory Dark Ride bauen. Kennt jeder Memory. Ravensburger ist auch der Erfinder des Memories. Deswegen haben sie auch die Lizenz. ja, und da sehen wir die ersten Einblicke so ein bisschen bei dem Monitor bei der Pia, wie wir uns das Ganze vorstellen. Der Memory Dark Ride muss man sich vorstellen,
ist quasi eine mystische Memory, alte Memory-Fabrik, bei der man auf eine Erlebnisreise geht. Und da haben wir in der Pre-Show schon einige Sachen eingebaut, wie Pepper's Ghost und so ein interaktiver Aufzug. Und da sieht man eben die ersten Entwürfe, wie wir das Ganze uns vorgestellt haben und wie es wahrscheinlich auch so ähnlich jetzt dann in ein paar Wochen aufgebaut wird. Was sehen wir jetzt da genau? Das hier ist quasi so eine Art Werkstattbüro, Fabrikbüro. Da steht der Originalschreibtisch vom Herrn Meier drin. Und wir haben quasi zwei Charaktere bei diesem Memoride, Mem und Ori. Das sind so zwei kleine Memory-Karten, die ein bisschen so durch das ganze Spiel durchführen. Und die hopsen quasi aus dem Schreibtisch raus und sprechen auf dem Schreibtisch so ein bisschen. Und weil das relativ schwierig wäre, jetzt mit Animatronics zu machen, machen wir es mit Pepper's Ghost. Also ist das Pre-Show? Das ist Pre-Show. Reine Pre-Show. Okay. Nur reine Pre-Show. Wir haben insgesamt 3 Pre-Show-Punkte, bevor der eigentliche Dark Ride losgeht. Und das ist jetzt einen davon, ja. Das ist so in einem größeren Raum, der ist ungefähr 6 Meter hoch, komplett geklinkert außenrum, Stahlträger drin. Da haben wir auch so einen alten Heidelberger Drucktiegel, wo früher wirklich original Memory-Karten auch gestanzt worden sind, noch drinstehen. Das werde ich kontrollieren, ich bin gelernter Buchbinder. Das werden wir dann, das kriegen wir dann bestimmt auch gut hin, genau. Ja, also mit Effektbeleuchtung, wir haben da zum Beispiel auch noch, vielleicht kann die Pia mal kurz sagen, wir haben noch so Fenster, da machen wir so ein kleines Schattenspiel drauf. Also wir haben insgesamt in dem ganzen Ride über 20 Laserprojektoren drin. Also richtig große, 10.000 Lumen und mehr. Und das hier sind zum Beispiel solche Fabrikfenster, die wir projizieren, wo quasi ein Schattenspiel läuft. Da sieht man quasi hinten so ein bisschen undeutlich, wie die Leute arbeiten in der Fabrik. Entsprechender Sound natürlich noch dazu, Lichteffekte und so. Und das Rohre, ist Ganze. Die im Prinzip einfach noch so einen Dampf auslassen. Ja, kann man sich auch angucken. Wir haben die schon fertig vorgebaut, so Kupfer und... Also das projiziert ihr dann mit den Beamern auf diese Fenster? Das sind jetzt keine Screens, die ihr als Fenster da reinhängt? Das wäre schön gewesen, wenn wir den Platz hätten. Dann hätte man natürlich eine Ruckpro gemacht. Aber wir sind natürlich jetzt gerade beim Ravensburger Spielland, bei diesem Ride haben wir eine Gebäudegrundfläche von 16 mal 16 Meter. Wir sind da ein bisschen eingeschränkt, was die Platz anbelangt. Deswegen, wir müssen eine Aufpro machen. Aber ich denke, wir kriegen das so gut hin, dass du das nicht arg siehst, was eine Rückpro oder eine Aufpro ist. Ja. Genau. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ja, das soll auch so cool werden, ja. Genau. Das ist jetzt nur ein Raum von der Pre-Show, ne? Ihr denkt euch das ja aus, ihr gestaltet das auch und du zeichnest das dann auch? Ja, genau. Also und dann am Wacom-Tablet oder machst du es mit Procreate oder... Nee. Also ich mache das am Tablet und dann erst überlegen wir natürlich, was kann in der Pre-Show genau passieren, was sind die Effekte, die wir reinbringen wollen, dass es auch nicht langweilig wird bei dem ganzen Anstehen. Und dann zeichne ich das dann ganz am Schluss einfach nochmal für den Kunden, je nachdem natürlich auch, wie die Zeit dann läuft, sehr detailreich und manchmal noch ein bisschen grober, genau. Ja. Und es ist wahrscheinlich immer noch wichtig, dass es aussieht wie gezeichnet, obwohl es digital ist, aber du natürlich nicht mehr mit den Copics hier sitzt und so auch schneller mal eine Farbe ändern kannst, genau, oder? Genau, ja, definitiv, ja, genau. Aber es soll trotzdem gezeichnet aussehen. Es soll gezeichnet aussehen. Ja, ne? Also ich habe das schon öfter jetzt gehört, dass das, der Kunde will das gezeichnet haben, obwohl es digital sein muss. Und wir können es auch viel einfacher in 3D machen, aber wir machen es in gezeichnetem Stil. Genau, richtig. Finde ich auch schöner. Ja. Also die Pia ist die Einzige, die das hier macht, aber die Pia ist der Kopf von allem, genau. Und muss auch den Kopf hinhalten wahrscheinlich. Ja. Nicht unter, ja. Genau. Ja, genau. Richtig, ja. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Pre-Show-Elemente, aber wir wollen jetzt nicht alles verraten, sonst wird es ja ein bisschen uninteressant, den Ride nachher zu fahren. Ja, also einmal könnt ihr das Ganze ja dann demnächst fahren und wir werden auch vor Ort euch nochmal dann wirklich ein paar Sachen zeigen, die sehr spannend sind. Wir sind jetzt ein bisschen weitergegangen und aus Sitzsäcke, die zu so einem kreativen Laden natürlich dazugehören, sieht es nicht so nach Arbeit hier aus. Wo sind wir jetzt? Ja, wir sind in unserer Sky Lounge. Wir heißen ja Aufwind, deswegen hängt auch so ein extra so Modellflieger hier an der Decke. Das ist unsere Cafeteria im Prinzip. Der wichtigste Ort für unsere Mitarbeiter. Da wird zusammen gekocht, Mittag gegessen, manchmal machen wir auch so After-Work-Partys. Einfach ein Platz, wo man sich ein bisschen erholen kann. Die Sitzsäcke sind aber eigentlich nicht für drin, sondern wir haben eine schöne Sonnenterrasse draußen. Und wenn die Sonne scheint, wir sind hier im schönen Südbadischen, dann können die Leute hier mit den Sitzsäcken auch draußen Mittag essen. Das ist cool. Oder wie viele Leute seid ihr hier? Circa 40. Wir sind 40 Leute. Braucht ihr noch mehr? Haben so viele Leute hier Platz? Nö, wir hätten gern noch mehr. Also wir bauen jetzt bis im Mai nochmal eine große Produktionshalle, weil wir einfach viel zu wenig Platz haben. Und ja, wir würden uns wünschen, dass wir noch ein paar mehr Mitarbeiter finden. Ja. Also was braucht ihr denn für Mitarbeiter? Toll wäre Industriemechaniker, dann CNC-Maschinenbediener, Konstrukteure.
SolidWorks machen wir zu 100%. FEM-Analysen, Dokumentation, das sind alles so Dinge, wo wir eigentlich noch wirklich gerne tolle Leute haben würden. Solange du jetzt nicht sagst, Vertrieb ist alles gut. Genau. Das ist immer ja ist SolidWorks sowas wie CAD-Programm? SolidWorks ist ein CAD-Programm. Okay. Also wer sich ein bisschen mit Konstruktion auskennt, kennt SolidWorks. Genau. Ich kenne mich nicht aus, aber ich habe das schon mal gehört. Jetzt genau. Moment. Nee. Also SolidWorks ist, glaube ich, in der Maschinenbauszene jetzt durchaus recht bekannt, ja. Okay. Genau. Und da suchen wir immer gerne junge, auch gerne ein bisschen ältere, ich bin ja auch nicht ganz so jung, Leute, die einfach Lust haben. Und das ist das Wichtigste. Wir machen das hier eigentlich schon mit sehr viel Herzblut und sehr viel Lust auf diese Projekte. Und es ist wichtig, dass die Leute einfach auch Lust und Bock drauf haben, solche Projekte zu machen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei euch einige dabei sind, die sowas hobbymäßig machen. Vielleicht könnt ihr das auch zum Beruf machen. Das wäre perfekt, genau. Wir sind für alles offen. Eine Frage, die ist, ich stelle die halt eigentlich ungern, aber die kommt spätestens in den Kommentaren. Warum heißt die Firma Aufwind? Wo kommt das her? Hat das eine tolle Bedeutung? Oder? Oh ja, also jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, wie das Ganze. Jetzt wird es ein bisschen längerwierig, aber okay, ich probiere das mal relativ kurz zu fassen. Also wir sind 2002 oder 2003 sind wir gestartet, eigentlich als kleine Werbeagentur. Und da haben wir einen guten Namen gesucht und meine Mitgeschäftsführerin hatte einfach den Einfall Aufwind. Ein perfekter Name eigentlich für eine gute Agentur. Aufwind, immer nach oben, Rückenwind, Wind. Ist einfach eine tolle Sache, man konnte tolle Gestaltung damit machen und deswegen ist einfach der Name Aufwind entstanden. Und eigentlich waren wir ursprünglich eine Werbeagentur, die schon immer so ein bisschen speziellere Konzepte für Kunden gemacht haben, die was nicht von der Stange haben wollten. Und haben wir viel Marketing für große Konzerne gemacht und dann haben wir angefangen, kleinere Messesimulatoren oder kleine Messeattraktionen zu bauen für die, weil einfach die Messen interaktiver geworden sind. Das war so um die 2008, 2010. Und dann hat es so viel Zuspruch gefunden, dass wir mittlerweile von der Agentur eigentlich zu einem großen Ride-Anbieter geworden sind, der 70% des Umsatzes fast nur mit solchen Interaktivitäten macht. Wir machen aber nicht nur diese Rides, sondern wir bauen auch große Roadshow-Fahrzeuge für namhafte Firmen, die damit zum Beispiel Azubi-Rekrutierung machen. Oder wir bauen auch hier im ganzen Schwarzwald und Schwäbische Alb so Erlebnispfade draußen im Wald, wo gerade zur Corona-Zeit einen extremen Zulauf bekommen haben, wo du halt mit deinen Kindern 2 Stunden durch den Wald laufen kannst und ein bisschen interaktive Stationen hast. Das machen wir auch noch, wobei die Fahrgeschäfte eigentlich schon das Gros bei uns ausmachen. Ja. Und dadurch, dass wir eine Werbeagentur sind, haben wir eben auch eine relativ tolle Kreativabteilung und wir haben auch eine große Softwareabteilung, was uns einfach zugutekommt, weil diese ganzen interaktiven Sachen, die wir hier fahren, mit Projektion, Warping, Mapping und so weiter, das macht alles unsere eigene Softwareabteilung. Und so hat sich so ein bisschen entwickelt und so kommt der Name Aufwind zustande. Genau. Ja, hier sind wir in unserer nicht ganz aufgeräumten Männerspielecke. Das ist so unsere Bastel- und Experimentierecke. Nee, eigentlich so ein temporärer Aufbau. Wir haben hier eine 180-Grad-Leinwand. Da oben sieht man eine Kamera, wo wir vollautomatisch dann quasi die Leinwand einmessen können. 3 große Epson-Projektoren. Und es ist eine Versuchsplattform, die wir hier stehen haben, wo wir einfach Bewegungen ausprobieren können, neue Features einbauen können und wo wir jetzt auch hier vorne die Joystick-Steuerung zum Beispiel fürs Ravensburger Spielland auch hier entwickelt haben, damit wir ja auch ein bisschen Probe spielen können. Das ist quasi so das Grundgerüst, was ihr sonst, also in Anführungsstrichen, immer benutzt und könnt das dann modifizieren für den... Ja, also wir haben schon ein paar Grundbausteine, weil eigentlich ist jeder Ride schon relativ individuell, was wir bauen. Aber wir haben schon gewisse Grundbausteine, die wir benutzen. Das ist einmal hier der Bewegpod unten drunter mit dem Drehkranz drauf. Das ist jetzt ohne Fahrwerk, weil das einfach nur unser stationäres Versuchsding ist. Deswegen haben wir kein Fahrwerk drunter. Und oben sind die Aufbauten meistens sehr, sehr unterschiedlich. Da grätsche ich direkt rein, bevor wir das überspringen. Fahrwerk, bedeutet das, dass ihr rein und raus fahrt oder könnt ihr richtig damit rumfahren? Wir fahren richtig damit rum. Das ist ja, man kennt das aus einem großen amerikanischen Freizeitpark mit einer großen, teuren Lizenz, dass sowas auch rumfährt und sich bewegt. Ja, wir haben im Prinzip, also wir sind vielleicht nicht ganz so hochdynamisch, wir könnten auch so hochdynamisch sein, man muss natürlich immer überlegen, ist das Klientel überhaupt,
das Richtige. Das gibt's halt nur in diesem einen Pack, weil es sonst keiner bezahlen kann. Ja. Und es klingt so, als ob ihr das so anbieten könntet, dass man das etwas abgespeckt bezahlbar bauen kann. Also das mit dem abgespeckt würde ich jetzt mal in Anführungszeichen halten, weil ich glaube, es ist schon relativ gut. Ja, aber ihr geht ja nicht über Kopf. Nein, wir können nicht über Kopf. So, das ist Nein, eins. Wollen wir auch gar nicht machen, ja. Genau. Aber wir können 63 Grad endlos drehen, wir können uns bewegen, die Plattform macht jetzt 10 Grad. Wir bauen auch Plattformen mit 30 Grad, aber das ist dann schon recht heftig. Und wir können auch schon richtig schnell uns bewegen, aber es wird halt irgendwann unangenehm, ja? Weil du einfach, ich finde auch, der besagte Park ist für mich schon an der Grenze dem, was du als Family-Attraktion anbieten kannst. Ich gehe einmal ohne Motion Sickness raus. Also, okay. Nein, mir macht das jetzt nichts aus, aber ich finde, also du bist hinterher schon... Fertig. Will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, viele, 50% der Leute, die laufen immer ganz gerade aus dem Ding raus. Deswegen, und das klingt auf jeden Fall sehr, genau, sehr, sehr spannend. Ja. Und ich habe von anderen Herstellern gehört, die sowas auch mal machen wollten und das einfach nicht so umgesetzt bekommen, dass das bezahlbar wird. Nee, es ist wirklich bezahlbar. Man muss aber halt dazu sagen, wir bauen halt alles selber. Antriebstechnik, Motortechnik, Steuerung, SPS, alles. Auch die ganze Filmabstimmung. Wir haben eigene Software-Libraries, wo wir quasi die Filmabstimmung bauen. Hier bei diesem Ride jetzt, ich spreche jetzt auch wieder vom Ravensburger, weil wir es da einfach einbauen. Das Ding fährt ja auf einer Schiene. Wir machen Ethernet über Schiene, zweidrahtmäßig. Das ist schon mal eine riesen Herausforderung. Wir haben ein eigenes System entwickelt, dass wir wirklich über zweidraht Ethernet ordentlich Durchsatz an alle Fahrzeuge bekommen. Und dann ist es auch so, dass wir ja quasi lippensynchron die Projektion auf der Leinwand, die durch ein großer Mediaserver quasi auf die Leinwand projiziert. Wir haben hier In-Ear-Lautsprecher drin. Das heißt, wir müssen den Ton synchronisieren über Netzwerk, Spiel synchronisieren über Netzwerk und das Ganze, glaube ich, ist schon recht komplex, ja. Aber es läuft. Und weil ihr alles in-house macht, ist das trotz Made in Germany also wieder finanzierbar? Weil sonst ist für mich klingt immer so, oder für mich ist immer so, Made in Germany ist sehr teuer. Also ich glaube, wir sind ein kleiner Anbieter. Ja, wir haben jetzt hier 40 Leute, das ist nicht besonders groß. Die reine Entwicklungscrew ist noch kleiner und ich glaube, weil wir einfach das geschickt und gut und auch mit ein bisschen, vielleicht auch mit viel Know-how einfach gemacht haben, können wir das wirklich zu echt guten Preisen anbieten. Wir liegen jetzt bei so einem Ride unter 1 Million. Das muss man sich überlegen, ja. Das ist aber immer noch, das ist gut machbar. Und wie viel Fahrstrecke haben wir da? Kannst du das grob? Ja, wir haben jetzt beim Ravensburger bei 16 Meter Gebäudegröße haben wir jetzt halt gerade so 35, 38 Meter drin. Mehr geht einfach nicht. Ja, aber ist ja trotzdem, es wird ja erstmal nicht viel teurer, nur weil die Strecke länger fährt. Deswegen hat sich Aufwind zu meinem Produktportfolio so gut ergänzt, weil es einfach innovativ und bezahlbar ist für Familienparks, wo ich zu Hause bin. Und Aufwind ist ein Familienunternehmen. Ich arbeite mit Familienunternehmen, habe Kontakte in die Familienunternehmen und deswegen ergänzt sich das einfach auch so super. Und deswegen haben wir jetzt auch in die mittelständischen Parks einfach auch die Anlagen verkauft. Ja, also wir bauen dieses Jahr 4 Anlagen. Aber mehr schaffen wir im Jahr fast nicht. Ja. Das ist schon. Wir haben noch ein paar anderes Geschäft. Hier oben sehen wir noch eine Vorhangschiene. Wir haben bei dem Dark Ride, dadurch, dass wir so begrenzt mit dem Platz sind, haben wir 6 Leinwände da drin. Und die Leinwände, wir müssen die ein bisschen abtrennen, weil wir sonst einfach zu viel Lichtstörungen haben. Also brauchen wir schnell laufende Vorhänge. Richtig schnell laufende Vorhänge. Der muss halt in 2 Sekunden auf und 2 Sekunden zu sein. Der läuft dann hier über Riemen. Das ist eine Eigenentwicklung von uns, genau. Von einem Branchenführer, die Schiene. Da gibt es eigentlich keine Alternative. Es gibt nur einer, der vernünftige Schienen baut. Sitzt hier bei uns 10 Kilometer weiter weg. Natürlich. Und Riemenantrieb und Steuerung machen wir selber. Wir haben da auch, also wir haben da auch eine Steuerung. Wir wissen immer, wo die Position vom Vorhang ist, weil bau es einmal richtig und du hast keinen Ärger. Bau es einmal falsch und der Vorhang zickt immer rum. Deswegen bei uns ist immer die Devise, lieber gleich richtig. Einmal richtig wie 5-mal falsch, ja. Genau. Ja, trotz, dass wir so schnell laufen, klappt das eigentlich mit dem Riemen relativ gut. Also haben wir eigentlich kaum Probleme mit der Riemenspannung. Klar, wir haben so ein paar kleine Details drin. Die haben wir jetzt auch vorher ausgebaut, bevor ihr gekommen seid. Das muss nicht jeder sehen, aber wir haben damit eigentlich eher weniger Schwierigkeiten. Der Vorteil ist halt, wir arbeiten alles über EtherCAT oder andere Schnittstellen ab, sodass wir zentral eigentlich alles ziemlich einfach steuern können. Wir haben jetzt hier bei diesem Ride, speziell fürs Ravensburger, gibt es keine Sicherheitsbügel, sondern wir haben Gurtschlösser. Beim Gurtschlösser ist das Problem, dass sich jeder auch mal abschnallen kann. Das ist bei so einem Ride immer ein bisschen unangenehm, wenn sich jemand abschnallen könnte. Deswegen
waren wir einfach im Zugzwang, ein eigenes Gurtschloss zu entwickeln, was einfach sperrt. Das heißt, wir haben hier ein Gurtschloss, schön klein, kompakt, komplett selbst entwickelt, auch komplett hier selbst gefertigt auf unserer 5-Achs-Fräsmaschine, mit dem wir im Prinzip den Gurt sperren können, wenn die Leute im Ride drin sind. Elektrisch angesteuert, das heißt, zum Öffnen brauchen wir nur relativ wenig Spannung und können so einfach, wenn das Fahrzeug im Bahnhof steht, Gurt öffnen und ansonsten bleibt er geschlossen. Ja. Warum muss man sowas selbst entwickeln? Für mich wäre das jetzt so eine Sache, die kann man einfach so fertig kaufen. Und das ist dann vielleicht einfacher und billiger für jemanden, der ja auch nie ein elektrisch verschlossenes Gurtschloss sich gekauft hat, weil er einfach nur ein Auto hat, wo sowas drin ist und mehr nicht. Also Pro, wenn du mir jemand sagst, der so ein kompaktes, schönes Gurtschloss für einen vertretbaren Preis verkauft, bin ich sofort bei dir. Ihr vielleicht. Ich habe den auch wieder. Ja, wobei wir das ja nicht mal entwickelt haben zum Verkaufen. Wir haben es eigentlich nur für uns entwickelt. Wir sind da so ein bisschen eigenbrötlerisch vielleicht in dem Bereich. Aber nee, wir, also erstens mal, alles, was wir tun, wollen wir selber im Griff haben. Es ist furchtbar, wenn du irgendwo beim Kunden stehst und irgendwas funktioniert nicht und du bist irgendwie auf jemanden angewiesen, der dein Teil geliefert hat und der hat seine Hausaufgaben einfach nicht richtig gemacht. Das ist ein Problem. Und Gurtschlösser sind nicht ganz unkompliziert. Die müssen halt, die haben auch tausende von Zyklen da drin und deswegen muss es einfach gescheit funktionieren. Wir hatten mehrere Probleme bei der Sache. Es gibt schon auf dem Markt Gurtschlösser, die sind halt einfach ein bisschen größer. Es gibt auch welche von italienischen Herstellern. Die sind dann vielleicht ein bisschen kleiner, brauchen aber Druckluft oder Druckluftpistole. Oder? Geht auch anders, aber ja. Ja, genau. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen einfach was Kompaktes, wir wollen es elektrisch, wir wollen es einfach elektrisch ansteuern, wir wollen relativ wenig Strom brauchen, weil wir einfach gucken müssen, dass wir das, dass wir nicht so viel Strom auch in den Fahrzeugen drin haben. Und deswegen hat es sich einfach angeboten, dass wir eine Eigenentwicklung machen. Und es hat gut funktioniert. Wir haben schon Tests gemacht, Lasttisch bis eine Tonne gemacht. Das Gurtschloss ist eher nicht das Problem, es ist eigentlich eher der Gurt. Geht. Ja, nee, hat alles gut funktioniert. Klar, wir haben 3-4 Anläufe gebraucht, bis wir die letzten Kinderkranker beseitigt sind. Aber jetzt mittlerweile haben wir jetzt die ersten 50 Stück in Serie produziert und komplett in-house. Ist eine tolle Sache. Nee, wir haben auch eine Schließüberwachung hier drin. Und das Schöne an dem Gurtschloss ist, ungefähr bei 800 Kilo zeigt die Schließüberwachung an, dass der Gurt irgendwann offen ist, obwohl das Schloss noch hebt. Also haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Ne? War für uns wichtig einfach. Wir brauchen eine Gurtüberwachung, um was Vernünftiges funktioniert. Und das haben wir damit jetzt einfach gemacht. Liefert ihr dann auch die Gurte? Bitte? Liefert ihr dann auch die Gurte? Die Gurte kommen vom namhaften deutschen Hersteller. Okay. Wir haben das so kompatibel gemacht, dass wir, also man muss nicht jetzt alles selber machen, aber... Deutsch, dass ihr nicht am Webstuhl sitzt und einen Gürtel. Da gibt es genug, die das viel besser können wie wir. Aber eine Sache vielleicht noch, wir sind ja in Deutschland, ist ja alles genormt und gedient und hast du nicht gesehen. Müssen die rot sein, die Nupsis zum Drücken? Ey, das ist eine gute Frage. Wir haben es einfach so gemacht, weil wir es auch nicht wussten. Ich glaube, das Interessante ist, der TÜV wusste es auch nicht. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, wir machen es einfach so. Ich stelle immer diese Fragen, warum, wie kommt man da drauf? Aber das ist bei einem Dark Ride, ist das wirklich ein Thema mit dem Aufmaß. Das ist auch bei den Fahrgeschäften ein Thema. Nur da, wie der Lutz gesagt hat, kann ich es pneumatisch einfacher lösen. Und da geht es auch mit Pneumatik. Aber das geht bei einem Dark Ride nicht, der dauerhaft auf Schiene geführt ist. Wie? Ja, wir kriegen da einfach keine Luft drauf. Also das ist einfach, oder schon, wir müssen einen Kompressor mitnehmen und das wäre einfach nicht gut. Nee, es gibt auch so eine Notöffnungsoption, da gibt es so ein Battery Pack wahrscheinlich mit. Nein, das ist viel einfacher. Es gibt hier so ein Teil, wo du einfach kurz reinsteckst und dann springt das Ding auf. Also es ist stromlos auch öffnenbar. Es gibt auch, unser Dark Ride hat eine Pufferbatterie drin, hebt eine halbe Stunde. Es gibt auch einen Knopf, wo man draufdrücken kann, dann gehen auch die Schlösser quasi auf. Aber im ganzen Worst Case, wenn alles versagt, kannst du ja auch einfach manuell aufmachen. Geht auch. Ja. Also von daher, glaube ich, ein ganz gutes System. Ja. Cool. Der Sitz hat ja pro Sitz einen eigenen Sound. Und jetzt kannst du noch mal erklären, Lutz, was du vorhin gesagt hast mit dem Ton, wenn man spielt. Also was die Besonderheit ist vom Sound beim Sitz. Der Teppichboden ist nur temporär. Da kommen nachher noch Lino drauf. Das haben wir jetzt nochmal. Ja, aber das ist ja trotzdem, also das ist ja hier ist was los. Weil es halt auch, ja, es gibt halt deutsche Wertarbeit. Ja. Nein, ist es ist so. Nein, ich meine, wir konstruieren das, wir machen eine FM-Analyse und das Ding muss halt einfach gewisse Kräfte aushalten und da bauen wir lieber ein bisschen stabiler, wie halt. Ja, also ich habe das letztens, haben wir uns noch unterhalten und dann war
ich glaube, es ging so ein bisschen um Erdbeben. Und dann habe ich gesagt, in Deutschland haben wir keine Erdbeben, aber wir bauen, als ob hier jeden Tag die Erde wackelt wie sonst noch was. Und hier passiert einfach nichts, weil wir alles so übertrieben massiv machen. Das ist schon so, ja. Ja, das stimmt schon. Aber jetzt zum Sound, jetzt kannst du nochmal aufnehmen. Zum Sound, genau. Wir haben In-Ear-Sound, das heißt, wir haben da so wirklich gut klingendes Soundsystem installiert in jedem Sitz. Und da wir ja interaktiv spielen hier mit den Joysticks, wir haben speziell die Joysticks gewählt, weil es einfach auch für die Kinder einfach ist. Es muss was Einfaches sein, was jedes Kind ab 4 Jahre ist, der Ride. Und auch wirklich auch intuitiv direkt. Ja, und der Joystick ist eine Geschichte, der ist auch so klein, weil die bei der PlayStation und andere Dinge auch so klein sind. Ja, von daher passt es ganz gut. Hat oben drauf ein Knöpfchen, zum die Karten aufdecken. Und das macht das Ganze relativ gut. Und es ist eben so, dass jeder Sitz seinen eigenen Sound hat. Das heißt, ich höre, wie ich klicke, wie ich aufdecke, ob ich was kriege. Nicht allgemein. Genau. Das heißt, wir haben pro Fahrzeug im Prinzip 4 Sitze, 4 Soundkanäle, die komplett separat angesteuert werden. Ganz kurz, 4 Sitze, das hast du dir selber eingebockt, aber ich sehe 5 Joysticks. Ja, das ist richtig. Jetzt, Pro, gibt es natürlich auch noch die Leute, die Linkshänder sind. Ach, hör auf. So. Jetzt hast du natürlich... ja, das muss ich ja vorher mit denen klären, weil sonst nehme ich ja einem Rechtshänder den weg, oder nicht? Nein, es gibt einen Platz, der quasi sowohl Rechts- wie auch Linkshänder sein kann. Und richtig? Ne, hör mal, jetzt muss ich überlegen. Nein, der hier. Der hier, genau. Der hilft. Und bei diesem Platz kann im Prinzip am Anfang, wenn du einsteigst, gibt es ungefähr so 20 Sekunden Zeit, bis alle drin sitzen. Dann kann der Bediener fragen, also erstmal muss er gucken, dass der Linkshänder natürlich entsprechend auf dem richtigen Sitz liegt. Und wenn er drin sitzt, kann man fragen, rechts oder Linkshänder. Und dann können wir quasi, kann der mit einem Klick umschalten, ob es rechts oder Linkshänder ist. Das ist smart. Schon... Das ja. Ist barrierefrei. Das ist schon barrierefrei, ja. Genau. Inklusion. Aber barrierefrei, unsere Flying 4, die sind auch barrierefrei in der oberen Ebene. Also das wird oft, weil das ist ein Riesenthema, das können wir dann mal anschauen in der Simulation, in der oberen Ebene, weil das ist ja ein riesen B- und Entladeproblem bei den Flying 4, das ist immer die obere Ebene bei den Aufwind Flying 4, das ist barrierefrei und nur in die zweite Ebene runter ist dann eine Stufe. Genau. Ja, das stimmt. Gibt es in Wien auch ein gutes Beispiel, da haben wir einstehen, 32 Sitzplätze. Da gibt es tatsächlich auch, kann man von oben barrierefrei einsteigen. Ja. So, was machen wir jetzt schon wieder hier? Jetzt sind wir mal hochgekommen. Ne? Ja. Das ist jetzt eine Möglichkeit, was wir auf unseren Dark Ride draufsetzen können. Das ist ein Vierergondel mit interaktiven Elementen. Hier ist jetzt ein Joystick, kann auch irgendwas anders sein. Mit so einer Handauflage, das ist so bequem hier. Ich denke, das ist ganz gut, ne? Ich kann auch Pilot werden. Es wäre sogar möglich, dass man hier interaktiv fährt. Also wir können den Joystick auch verbinden mit der Fahrdynamik, weil zum Einteachen des Rides mache ich nämlich genau das. Ich fahre hier quasi mit dem Joystick. Kann ich hier steuern. Macht sehr viel Spaß. Das glaube ich. Ja, macht sehr viel Spaß. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Modelle. Das ist eben ein spezielles Modell, wo wir jetzt gerade fürs Ravensburger machen, für Memory Ride, wo man eben interaktiv Memory spielen kann. Das gibt es auch als Bank. Wir sind auch gerade dabei, von 4 Sitzen noch auf 8 Sitze zu gehen. Dass wir quasi 8 Leute pro Dark Ride mitnehmen. Da brauchen wir einfach mehr Platz, weil wir auch in den Kurven mehr Radius brauchen. Wird ihr dann 8 nebeneinander haben? Nein, nein. Oder Stadium Seating hintereinander? Richtig, aber natürlich mit einer 40 cm Erhöhung, dass du auch von hinten gut was siehst. Wir zeigen es nachher mal. Wir haben ein ähnliches Modell drüben stehen. Da haben wir schon 8 Sitzer gemacht. Der ist zwar noch stationär, aber genau den wollen wir jetzt auf die Schienen noch bringen. Mhm. Und das gibt es halt mit diesen Hörnchen hier oder mit reinen Festhebehörnchen oder wie man möchte. Und wir bieten den hier auch an mit verschiedenen Neigungsstufen, also 10 Grad oder eben bis zu 30 Grad können wir neigen. Und mit Drehkranz und noch Fahrt auf der Schiene, die auch recht dynamisch sein kann, ist das dann schon relativ Also ihr habt quasi intensiv. Diesen Dark Ride, dann habt ihr noch eine andere, also den stationären Dark Ride, den fahrenden Dark Ride. Und dann habt ihr, glaube ich, noch ein Flying Theater. Genau, also wir haben das habt ihr immer so am Rand gerade. Genau. Also wir können quasi Flying Theater von. Wir haben bis 96 gezeichnet. 96 Sitzplätze ist das Maximum, was wir können, ja. Was hat so ein ProGent da, Flying Theater? Ich weiß es jetzt nicht. Gute Frage. Aber ich finde, 96 klingt auf jeden Fall schon mal viel. Also 96 schon, ja. Ist ja euer echt groß. Also, ne? Also das ist schon ein Shopper, ja. Ne? Das ist modular halt aufgebaut. Ja. Aktuell können wir durch 8 teilen, das heißt, wir können 8, 16, 24, 32 und so weiter machen. Bei den Dark Rides hier, aktuell haben wir 4 Sitzplätze in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Zukunft wird irgendwann mal 8 kommen, aber da brauchen wir mehr Platz. Ist halt also eine Frage auch vom Preis und vom Durchsatz, was man braucht. Und im Prinzip, wenn man es vereinfachen will, einmal mit Interaktion und ohne Interaktion.
Und ohne Interaktion kannst du natürlich dann auch ein bisschen mehr Gas geben von der Fahrdynamik. Nee, wenn man möchte. Das stimmt gar nicht. Ja, ja, stimmt. Nein, das stimmt nicht. Das kann man hier auch. Wir fahren ja die Show so bei den interaktiven Sachen, dass wir Teile haben, die sind interaktiv. Da machen wir es sehr langsam, weil sonst kriegst du hier nichts mehr gesteuert. Aber wir haben dann trotzdem auch Fahrten oder Flüge drin, wo wir dann trotzdem schon richtig Gas geben, aber da ist halt keine Interaktion. Und deswegen haben wir ja auch Joysticks, die sollten sehr, sehr stabil sein, weil vielleicht der eine oder andere wird sich da festhalten. Also er kann 30 Kilo der Joystick. Schon eine Menge. Da muss schon jemand absichtlich dran reißen. Ja, das passiert mit Sicherheit mal, aber wir sind guter Dinge. Also es ist alles recht massiv hier gebaut. Fünfachsfräsmaschine gefräst aus Kunststoff, auch einfach hygienisch einwandfrei, kannst du auch desinfizieren und so. Das soll ja alles so wartungsfreundlich sein. Der Joystick muss hier 4 Schrauben aufmachen, hat einen Stecker raus, rein. Ist auch schnell getauscht, wenn einer mal kaputt ist. Also insgesamt. Ich vermute mal, dass man dann in Zukunft direkt einen Karton Joysticks mitschicken kann. Haben wir automatisch mit dabei, so 10 Ersatz-Joysticks. Ach so. Ja, ja, sind gleich mit dabei. Ja. Klar. Warum nicht? Ja. 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 Ich finde, das, wie es von unten sieht, es sehr wertig aus und es sitzt sich gut, wertig. Ne? Ja. Sitzt sich gut. Und also ich kann mir vorstellen, dass das halt, ich habe jetzt noch die Gürteltasche mit den ganzen Akkus an, deswegen sitze ich ein bisschen wie ein Affe auf dem Schleifstein. Auch, ja. Aber nee, also ich finde das erstmal gut. Habe ich richtig Bock, das zu fahren. Jetzt mal spielen? Ja, von mir jetzt. Vielleicht dann zur Zusammenfassung. Also Interaktion ja, nein bei den Dark Rides. Intensität ist steuerbar, machbar. Und ob man dann mit Drehgelenk, ohne Drehgelenk. Also es gibt vom Dark Ride gibt es viele Varianten. Vom Flying Feeder haben wir im Prinzip ein modulares Flying Feeder von 8 Sitzplätzen bis 96 Sitzplätzen. Und ein großes Ding ist natürlich auch immer Pre-Show. Also wird der Ride, egal ob Flying Theater oder Dark Ride. Ja. Jetzt hast du eins vergessen, Christoph, was wir auch noch machen. Ja. Das werfen wir ein bisschen hin und runter, aber wir haben ganz, ganz viele Anfragen für dieses Ding. Wir bauen interaktive Züge. Ah ja, die Züge. Da habe ich auch schon was von gehört. Eigentlich haben wir, das war eigentlich nur eine dumme Idee von mir. So ist das mit dummen Ideen. Ja, wir hatten einen Kunden in Österreich, der wollte eine Brand Experience haben und der wollte so eine, ja, ich habe ihm vorgeschlagen, wir machen dann eine Zeitreise durch die Eisgeschichte, weil es ist eine Eismanufaktur. Und dann haben wir gedacht, komm, wir bauen einen richtig coolen alten Zugwaggon und machen da so eine Zeitreise mit Zeitsprüngen, so wie man das halt so kennt, aus Zurück in die Zukunft oder so, durch so die Eisgeschichte. Angefangen 3000 vor Christus bis zum Jetzt. War eigentlich nur ein kleiner Zug gedacht. Der Zug, finde ich, bewegt sich relativ realistisch. Man merkt auch die Schienenstöße und alles. Also das kommt schon ganz gut. Und die Leute finden es toll. Ja. Und jetzt haben wir echt schon den Zug. Das ist so einer der Verkaufsschlager. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir entwickeln gerade Zug 2.0, also eine etwas bessere Version, die gerade von den Screens an den Seiten noch mal deutlich fortschrittlicher ist. Wir haben die Plattformtechnologie noch mal deutlich verbessert. Und werden das dieses Jahr auch noch in einem Park aufbauen. 2 Züge. Steht der Zug und wackelt oder fährt der auch wirklich irgendwo hin? Der steht und wackelt, aber du denkst, er fährt. Okay. Also du denkst wirklich, er fährt. Also, richtig krass. Das ist schon, also wir haben das konstruiert, wir haben einen Demozug gebaut, wir hatten vorher keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir haben was ganz Neues probiert mit Rutschbelägen, also was total Abgefahrenes. Und das hat sich extrem realistisch angefühlt. Ich stand da drin und so gedacht, oh Alter, coole Sache. Das hat richtig gut funktioniert. Und er kann auch dermaßen Gas geben, dass du dich, wenn du stehst, du kannst dich nicht mehr halten. Also du musst dich hinsetzen, sonst wirft er dich gerade um. So schnell fahren wir natürlich nie, ja, aber er könnte es, ja, genau. Sehr cool. Genau. Und das sind jetzt aber nur die Rides. Also sind dann natürlich zum Beispiel noch so Side-Things wie Murmelbahnen oder so kleine Sachen, wo du eigene Drucktechnik für die Beschilderungen oder die ganzen interaktiven Walderlebnispfade, sag ich mal, was für einen Park auch interessant sein kann. Eins kam mal vor, wir haben ein eigenes Material entworfen. Problem ist ja immer, Schilder bleichen aus. Und wir haben hier im Schwarzwald vor 15 Jahren haben wir angefangen, die kompletten Wegbeschilderungen des Schwarzwaldvereins neu zu machen. Und da haben wir eine neue Technologie entwickelt. DuraSafe heißt die. Das ist im Prinzip ein Direktdruck auf Alu mit einer Einbrennlackierung, wo einfach extrem UV-stabil ist und kratzfest. Und das benutzen wir eigentlich bei allen Außentafeln. Ja. Und das ist
wir haben viele Anfragen, weil das Material einfach wirklich gut ist. Es sieht sehr hochwertig aus, es ist natürlich nicht das günstigste Material, aber es hebt lange und sieht aus wie ein Foto. Krass. Ja. Also man kriegt ja einfach einen schlüsselfertigen Dark Red bei euch. So ist es. Mit allem Pre-Show, mit Film, mit Schildern, Deko, Pre-Show, alles. Ja, Content. Gut, ist jetzt im Dark Red drin, brauchst du keine hochwertigen Aluminiumschilder, da reichen auch. Ja, aber du hast draußen. Du musst die Leute erkennen. Ja, klar, könntest du auch. Wir machen jetzt auch, wir machen auch die Außenbespannung für die Gebäude. Also wenn das... Man kann natürlich sowas auch richtig mit festen Fassadenplatten bauen, aber wir machen teilweise auch Bespannungen außen. Also riesige Gebäude bespannen und es sieht auch trotzdem ganz gut aus. Ja. Krass. Genau. Sehr, sehr spannend. Verrückt, was ihr alles macht. Und das für mich auf jeden Fall bisher eher unterm Radar. Ja, weil wir waren vorher ein bisschen außerhalb der Freizeitparkbranche tätig. Und so die richtig großen Rides kommen jetzt dieses Jahr in die Parks. Und vorher waren wir eher so Brand Experience und Industriekunden, wo wir große Sachen gemacht haben. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt langsam ein bisschen aufs Radar kommen. Ne? Das ist so unser Ziel. Spätestens nach dem Video. Jeder. Genau. Aber das ist mittlerweile. Lutz hat mich damals begeistert. Er hat gesagt, er will in die Freizeitbranche. Er liebt es zu machen. Und ich war auch bei Lutz und habe mir das angeguckt und habe gesagt, geil, das passt perfekt. Also da. Ja. Ich finde den Sprung von auch Werbeagentur über Messesachen zu Freizeit auch gar nicht so krass, wie ich zuletzt habe ein Video gemacht über eine Firma, die auch Dark Rides baut, die aber sonst sich um Ölförderung in der Tiefsee kümmert. Und da fand ich den Sprung etwas weiter. Okay. Etwas. Das ist schon spezieller. So, es kommt ja fast alles von euch. Ja. Jetzt hängen hier auch Projektoren für den Content, den ihr ja komplett selber gestaltet. Baut ihr Projektoren oder wo kommen die her? Klar, nein. Wir bauen keine Projektoren. Nee. Nein, also nochmal, wir machen viel selber. Wir machen das selber, was vernünftig ist und kaufen das zu, was einfach sinnvoll ist, das nicht selber zu machen. Wir bauen auch keine Motoren oder solche Geschichten, sondern einfach das, was sinnvoll ist, machen wir selber und das, was nicht sinnvoll ist, kaufen wir zu. Ja, Projektoren haben wir zwei große Lieferanten, Epson und Optoma, die wir aktuell anbieten. Und die Vollkalibrierung hier, die wir machen für die 180-Grad-Leinwand, die Software machen wir auch nicht selbst. Die kommt von Vioso. Langjähriger, sehr freundschaftlicher Partner mittlerweile. Und ja, wir messen so eine Leinwand jetzt mit der Software ja, vielleicht in 10, 12 Minuten ist die eingemessen. Da siehst du keine Übergänge mehr, dann sieht es quasi aus, als ob das eine große Projektionsleinwand wäre. Und es funktioniert ziemlich gut. Wir können dann damit vollautomatisch rekalibrieren. Das heißt, wenn der Kunde das wünscht, kann man jede Woche einmal morgens in einer Viertelstunde eine vollautomatische Rekalibrierung machen. Da hast du immer ein sauberes Bild. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie oft muss man die denn einmessen? Das ist, und wie läuft das? Also ich habe nicht so viel Plan davon, aber die Leuchtmittel nutzen sich doch unterschiedlich ab. Und dann, also ich habe das schon in Rides gesehen, dann ist der eine Beamer ist halt viel blasser als die anderen. Wie vermeidet man sowas? Okay. Das ist jetzt etwas komplizierter, aber ich versuche es mal zu beantworten. Also, ich habe keine Ahnung. Wir haben die Projektoren, die wir verwenden, die haben eine automatische Helligkeitsmessung drin. Mhm. Das heißt, normalerweise fahren die auf 80% der Helligkeit und messen dann quasi, wenn der Laser langsam nachlässt, regulieren die immer nach, sodass du immer bei 80% bist. Dann hast du schon mal da eine relativ konstante Lichthelligkeit. Durch das Einmessen können wir aber auch die Helligkeit und die Farben anpassen. Das heißt, bei jedem Einmessen rückt man da natürlich wieder das alles ein bisschen besseres Licht. Du hast immer so 1-3% farbliche Unterschied. Das lässt sich nicht verhindern. Auch von der Charge her ist das einfach nicht anders machbar. Aber das rechnet eigentlich die Software echt gut raus. Jetzt soll mal eine Einmessung laufen lassen. Würde sich mal interessieren, wie sowas funktioniert. Ja. Ich habe das noch nie gesehen, ich habe das noch nie gemacht. Da freut sich natürlich Vioso. Wir sind eigentlich einer der wenigen, die überhaupt das wirklich vernünftig anbieten. Aber das ist eine Softwarelösung und trotzdem muss das jemand triggern und sagen, mach das jetzt mal? Oder kann man das auch programmieren, dass es einmal die Woche automatisch läuft? Du kannst schon programmieren, dass es automatisch läuft, aber du musst halt vorher dafür einmal richtig vorbereiten, dass das automatisch laufen kann. Okay. Es ist jetzt auch, wenn wir jetzt hier mal eine Rekalibrierung machen, das ist jetzt nicht so, also wenn du frisch anfängst, musst du natürlich viele Sachen beachten. Bei der Rekalibrierung geht es relativ schnell. Im Prinzip läuft es das so, dass wir ganz viele verschiedene Geometrien auf die Leinwand aufbringen. Da oben hängt so eine Fischaugenkamera und die tut im Prinzip diese Geometrien auswerten oder halt filmen. Der Rechner wertet es aus und kann dann entsprechend das ganze Warping im Prinzip anpassen. Ziemlich simpel, funktioniert ziemlich gut und wir haben einige Kunden, die eine vollautomatische Kalibrierung haben. Das heißt, wir können aufs Knöpfchen drücken und dann wird es kalibriert, weil, das vermuten viele nicht, viele Projektoren hängen ja an der Dachkonstruktion.
und ein Dach in Deutschland bewegt sich Sommer, Winter bis zu 20 Zentimeter, kann so ein Dach hoch und runter gehen. Und das siehst du dann irgendwann natürlich. Ne? Also so 20 Zentimeter, ist, das fällt halt schon auf. Das ist halt ja gut, es ist schon auf dem Projektdurchschnitt zu viel, weil ich meine, das geht noch, ja. Aber, irgendwann, es reicht ja bei so Bildern, wenn es ja nur Mühe ist. Ja, es ist ja mal so, ist so 3-4 Millimeter reicht schon, dann hast du halt so in der Übergangsding so eine Unschärfe. Was ist das? Die verzerren das Bild und genau diese Verzerrung muss die Software rausrechnen. Das heißt, du hast ja gesehen, wenn du die Beamer, wenn die einfach nur eingeschaltet sind, da überlappen die Bilder ganz komisch miteinander, genau. Und das kannst du von Hand ja gar nicht einrichten. Also du kannst das Bild ja nicht krümmen an sich. Das heißt, es geht nur softwarebasiert eigentlich, dass man diese Krümmung, die diese Beamer auf diese gekurvte Leinwand projizieren, irgendwie rausrechnet. Und es geht halt nur dadurch, dass er eigentlich lineare Abschnitte drauf projiziert und dann mit der Kamera über die Pixel misst, wo ist das Bild denn tatsächlich angekommen. Und dementsprechend kann er es dann wieder in Form bringen. Krass. Und dann, wenn es halt richtig gelaufen ist, ist es wie vorher ein durchgängiges Bild wie auf einem gekurften Monitor. Mhm. Ja. Wenn es jetzt richtig gelaufen ist, sieht es halt ein bisschen unschön aus. Ja, ja doch. Genau. Ja, und dann hat man hier so ein paar Qualitätsparameter, wo man halt gucken kann, ob die Einmessung hier auch an den Punkten, wo quasi kritische Punkte einfach da sind, wo er es nicht richtig gemerkt hat. Und dann kann man hier eben, wenn man sich gut auskennt, was wir natürlich alle können, kann es relativ gut hindrücken, dass es dann auch gescheit aussieht. Ja. Genau. Wahnsinn. Und das ist das Bild, was die Kamera sieht. Ne? Also eigentlich. Ja, viele sagen jetzt, hey, warum messen wir das von vorne aus? Aber das, du brauchst es wahrscheinlich so räumlich, oder? Das ist alles hochkomplex und da gibt es, also Vios ist mit Sicherheit seit 15 Jahren da dran und das hat schon seinen Sinn, warum die oben hängt, die Kamera, weil wir haben da auch schon viel probiert und du weißt, wie es gut wird und du weißt, wie es nicht gut wird. Und ja, das ist das einfach so. Ja, genau. Ja, da müsste man jetzt geht es auch ganz viel darum, wenn du von vorne drauf gehst, dann hast du die Krümmung von den 180 Grad, kann schon auch nicht richtig aufnehmen und das hat alles wieder andere Probleme und wir wollen ja quasi ein relativ realistisches Bild da drauf haben. Ja. Das geht einfach so am besten, ja. Und in so einer Curved-Leinwand holt man sich eigentlich nur Arbeit ins Haus. Ja. Ja, aber du hast natürlich... Aber auch ein gutes Feeling. Ja, also, das hast Feeling. Du halt auch nur dadurch, ja. Das Feeling, klar, ich meine, wenn du jetzt natürlich eine Halbkugel hast, ist vielleicht Feeling nochmal in kleinen Tacken besser. Aber der Preisunterschied zu Curve zu Halbkugel, das sind halt dann mal Faktor 400% oder so. Oder nur, nee, wird nicht reichen. 2000% oder sowas, keine Ahnung. Wow. Und das ist so natürlich eine gute Sache, ja. Wenn die Leinwand groß genug ist, dann ist das vom Feeling her auch wie, also da merkst du kaum einen Unterschied, ob das jetzt wirklich so eine Halbkugel ist, in der du drin sitzt oder wenn das Bild hoch genug ist, dann nimmst du das einfach nicht mehr wahr. Dein Fokus sitzt dann da in der Mitte drin quasi und das ist dann so immersiv, da wenn sich alles bewegt. Du versuchst es ja auch so zu, den Blick des Gastes so zu lenken, dass der da hinguckt, wo hingucken soll. Ja, genau. Ist ja nicht jeder wie ich, der dann irgendwas fährt. Schaut, wie ist die Technik, wie funktioniert die Technik dahinter? Ja, ja. Wow, wie oft ich da schon Ärger gekriegt habe, guck da vorne. Nee, wir versuchen die Leinwand immer maximal hochzubauen. Also 5 Meter muss im mindestens sein. 5 Meter 55, dann hast du ein gutes Feeling. Genau, zum Vergleich, das ist jetzt in 3,80 Meter Leinwandhöhe. Also da kommt nochmal ordentlich was drauf. Ja, aber wir haben hier halt keine höheren Hallendecken. Ja, also aufgrund der räumlichen Möglichkeiten waren wir ein bisschen eingeschränkt. Aber für unsere Versuchsanordnung, für unsere Tests reicht das völlig aus. Ist das dann auch immer die Höhe von dem Ride, den ihr dann immer habt, oder... Ist das später kompakter? Nee, also kompakter nicht. Also letztendlich kommt es auf die Gegebenheiten beim Kunden vor Ort an. Wenn ich eine Bestandshalle habe und ich muss meinen Ride dort reinbringen, dann muss ich schauen, vor allem welche Höhe habe ich, wie hoch kann ich die Leinwand machen und wie ist die optimale Sitzposition. Also dass halt möglichst einmal Augenhöhe so minimal über Mitte Leinwand ist, dass der Blick halt wirklich aufs Zentrum geht. Und dementsprechend muss man halt schauen, ob man das anpassen kann. Aber wenn natürlich die Halle nur 3,50 Meter hoch ist, dann wird das nichts, weil wir so ja schon viel zu hoch sitzen. Ja, genau. Und das ist halt schon so das Mindeste, was wir an Höhe brauchen, um die Technik entsprechend runterzukriegen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Augen müssen ja Mitte Leinwand sein. Das heißt, wenn ich eine 5 Meter hohe Leinwand habe, müssen die Augen ja mindestens bei, sagen wir, sollten bei 2,50 Meter liegen. Also brauchst du eine gewisse Höhe. Es macht also gar keinen Sinn, wenn du zu tief baust. Ja. Ja. Von daher ist das eigentlich ganz gut. Eigentlich optimal. Ja, nicht eins, es ist optimal. Es ist optimal, ja. Genau. Das ist Marco. Hallo. Marco entwickelt bei uns die mit Unity quasi die interaktiven Umgebungen. Und man sieht es hier schon an den Monitoren. Er hat hier eine ganze Bank an Monitoren und Rechnern hier, mit denen er ein paar Sachen probieren. Alles für dich? Ja.
Genau, und da sieht man gerade, Markus gerade am interaktiven Memory-Spiel dran, was nachher später dann auf den großen Leinwänden laufen soll, interaktiv gespielt werden kann. Die Verknüpfung ist recht komplex, also wir, ja, kannst vielleicht du selber was dazu sagen, weißt du besser wie ich? Ja, gut, also generell bin ich jetzt hier gerade an Anpassungen dran, die wir gestern eigentlich festgestellt haben, ne? Wo man mal das erste Mal tatsächlich am Simulator geprüft habe, wie das Ganze reagiert und ja, da haben wir dann doch ein paar Fehler gemerkt, wo man gesagt hat, okay, das könnte man verbessern, ne? Da bin ich jetzt gerade dran. Tatsächlich baue ich mit dem Unity eine Kommunikation auf zum Simulator. Der Simulator übergibt mir sozusagen vom Player die ganze Spielpunkte, weil wir ja über mehrere Monitore hinweg oder Beamer dann hinweg auch Spiele, Stationen sozusagen. Und dann gibt mir der Simulator wiederum die Signale, welcher Spieler bewegt sich denn jetzt gerade, wo bewegt er sich hin. Und innerhalb dessen wird dann halt einfach das Memory-Spiel abgebildet. Die Logik vom Memory-Spiel ist ja relativ simpel, ne? Ich merke eines, spiele niemals Memory oder ein anderes Spiel gegen einen Spieleentwickler, weil dann verlierst du immer, das habe ich nämlich gestern beim ersten Mal gemacht. Du verlierst, wenn du gegen den Entwickler des Spiels spielst, ja. Du brauchst eins, was er nicht entwickelt hat, so, da hast du vielleicht eine Chance. Genau, also wir hätten schon Entwickler hier, die würden auch gegen dich verlieren, ne? Danke, das war mal. Würdest du sagen, dass so ein interaktives Spiel inklusive Simulator und so zum Entwickeln krasser ist als so ein Open-World-Game oder ein Rennspiel, keine Ahnung? Also krasser kann man jetzt fast nicht sagen, es sind halt tatsächlich andere Herausforderungen. Ne? Mhm. Also krasser, nö. Ich stelle es mir halt unglaublich kompliziert vor. Du hast ja nicht nur ein Spiel, sondern das wird dann von vier Spielern gespielt. Mhm. Und, aber es geht ja die ganze Zeit hin und her, die Kommunikation zwischen Spiel, Spieler, Riot selber und... Bewegung. Ja, tatsächlich, das ist schon eine gewisse Komplexität, die man halt abfangen muss, ne? Aber auch ein Open-World-Spiel hat seine Herausforderungen, also... Marco will damit sagen, wir kriegen es eigentlich ganz gut hin. Ja, tatsächlich. Es ist mit Sicherheit nicht unkompliziert, aber ja. Wir haben da mittlerweile jetzt ein gutes Protokoll und das läuft eigentlich wirklich gut. Wir haben, klar, jeder Simulator hat eine eigene Steuerung und einen eigenen Rechner drin und im Prinzip fahren die Simulatoren dann von Spielefläche zu Spielefläche, speichern sich die Punkte ab und sagen dann einfach nur beim neuen Server, beim neuen Spiel, hier bin ich wieder. Das sind meine Gäste, die Punkte haben sie schon gesammelt und dann geht das Spiel weiter und genau. Das kriegen wir eigentlich ganz gut so in den Griff. Wie viel Rechenleistung braucht man hinter so einem Spiel? Weil so Memory ist jetzt vielleicht einfach aufgebaut von der Grafik und allem, aber weil das ja so komplex ist, also könntet ihr auch krassere Grafik mit komplexeren Spielen machen oder wird es da schon schwierig? Haben wir schon gemacht. Also ja. Wir bauen ja, das habe ich vorhin ein bisschen verschwiegen, wir bauen ja auch Simulatoren für die Industrie. Das heißt, alle möglichen Simulatoren, die man so in Anwendungen benötigt. Mhm. Und das haben wir immer Live-Content. Das heißt, der wird auch live gerechnet. Also ich fahre mit dem Bagger jetzt nach vorne und dann rechnet halt dann quasi Unity auch entsprechend die Perspektive entsprechend aus und alles. Okay. Also es geht alles, ist alles eine Frage des Servers, wohin dran steht. Also jetzt beim Memory brauchen wir nicht ganz so viel Rechenpower. Wir brauchen einen Haufen Rechenpower, um halt natürlich die Inhalte auf die Leinwand zu kriegen. Das Memory wird quasi drüber geshadet. Das braucht schon ein bisschen Rechenpower, aber es ist okay. Wir haben vielleicht bei Memory Ride mit Pre-Show vielleicht 12 Server drin hängen oder so. Okay. Ja. Weil ich habe halt gedacht, also, dieses Live-Rendering muss ja unglaublich komplex sein. Keine kleinen Kisten. Also wir sprechen da nicht von billigen Kisten für... Also das kostet schon richtig Geld, ja. Und okay. Die Grafikkarten sind auch richtig fett, wo da drin sind, sonst ist das nicht machbar, klar. Also wenn es nicht mehr läuft, macht er ein bisschen Mining und so. Könnte man. Also nachts wäre das machbar, ja. Genau.
Genau, ja. Ja gut, klein ist ja auch wieder in diesem Kontext. Relativ. Relativ, weil also das wäre jetzt hier so ein Rechner. Die sind ja doch schon deutlich kleiner wie früher diese Mega-Tower-PCs, die man hatte. Aber Rechenleistung hat das Ding also richtig gut. Ne? Also wir haben hier schon Tests gemacht, wo man einfach mal mit 8, 9 Spielinstanzen den ganzen PC getestet habe, mit dem Media-Server aufgebaut, über mehrere Monitore hinweg. Also muss ich sagen, habe ich ja genug zur Verfügung. dann haben wir es einfach mal über das ganze Wochenende laufen lassen, da habe auch mal aufgezeichnet, wie die Grafikkarteleistung zwischendrin war. Ne? Wo waren die Spitzen, wie lang waren die Spitzen, und der hat müde gelächelt. Also mein Name ist Simon Hübner, ich bin hier Entwicklungsleiter in der Firma und ich kümmere mich unter anderem auch um unsere Produktion, ja, und betreue eigentlich unser Team in der Werkstatt und auch im Büro, und wir schauen halt, dass wir unsere Konstruktion entsprechend vorantreiben, dass wir die Produkte zur Fertigungsreife entwickeln und dann letztendlich hier bei uns in der Werkstatt in die Endmontage gehen bzw. halt auch Teile dafür fertigen. Vor allem liegt unser Fokus auf zeitkritischen Bauteilen, die lange Zulieferzeiten haben bzw. komplexe Bauteile, die ansonsten unbezahlbar wären, wenn man die extern vergeben würde. Vor allem in der Kürze der Zeit, wie wir es meistens benötigen. Also konstruieren tun wir mit in einem CAD-System, und zwar mit SolidWorks. Die ganzen Daten für die Fräsmaschine, um Teile zu fertigen, das machen wir dann im Fusion, das ist ein alternatives CAD-System. Da ist ein CAM-Programm mit angeschlossen, in dem man quasi diese ganzen Werkzeugwege berechnen kann und entsprechend direkt auf die Maschine geben. Man legt noch das Teil ein, misst einmal ein und drückt dann auf den Startknopf, wenn es gut läuft. Und ihr fräst hier zum Beispiel die Zahnräder, ja? Wir fräsen nicht die Zahnräder, aber was wir machen ist, wir passen die Zahnräder auf unsere Bedürfnisse an. Das heißt, wir reduzieren die Durchmesser, wir passen die Bohrungen an, wir stoßen Passfedernuten in die Zahnräder hinein. Das ist das, was wir jetzt aktuell gerade auf der Maschine auch sehen. Das heißt, das ist die Bohrung, die Passung, die nachher auf der Welle sitzt. Und hier kommt noch eine Passfedernut rein, die letztendlich dann für die Drehmomentübertragung sorgt, um das Drehmoment von dem Antrieb auf unser Fahrzeug zu übertragen. Sind jetzt zum Beispiel dafür da, um die Fahrzeuge zu drehen? Genau, diese Zahnräder sind jetzt speziell für unseren Drehkranz. Die sorgen dafür in Kombination mit dem Antrieb und der Innenverzahnung am Drehkranz, damit sich der Simulator drehen kann. Sehr, sehr cool. Und habt ihr ein kleines Maschinchen dafür hier, ne? Ja. Also momentan ist er wirklich voll ausgelastet. Also seit 3 Wochen läuft er ununterbrochen. Also bis in die Nacht rein zum Teil, wenn wir langlaufende Teile haben, läuft die auch unbeaufsichtigt. Ja. Aber ihr könnt die jetzt nicht durchlaufen lassen und die lädt sich selber nach? Leider nein. Das ist noch ein manueller Schritt. Dafür bräuchte man dann noch einen Palettenwechsler. Das ist dann ein bisschen mehr, als wir es brauchen, weil wir vor allem hauptsächlich Prototypen fertigen. Wir haben keine großen Serien. Das lohnt sich dann, wenn ich große Serien habe. Wenn ich immer wieder das gleiche Teil habe, dann lohnt sich sowas. Aber in unserem Fall nicht. Ja. Also wahrscheinlich zu einer Arbeitsvorbereitung, ey, das dauert am längsten, das mache ich jetzt kurz vor Feierabend rein, dann kann das die Nacht durchlaufen. Genau, häufig hat man so Teile, die laufen einfach mal länger, so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, und der letzte, der dann geht, drückt nochmal den Startknopf und dann kann die Maschine noch vor sich hinarbeiten. Sehr cool, vielen Dank. Ja, also das ist auch eine weitere Pre-Show mit so ein bisschen dynamischer Boden. Also hier kommen noch 2 große 4K-Screens rein mit Glasplatte vorne drauf. Das Ganze hier drin ist so auf alt gemacht, gebeizt, als Klarlack drüber. Ich hab's deswegen gerade angefasst, weil ich dachte, das sieht aber hochwertig aus. Und dann so, ach, das ist ja wie aus. Das ist also gut gemacht da. Ja, das stimmt. Also wenn ich irgendwas angrabbeln muss, weil mich das interessiert, aus was das ist, dann hat das gut gemacht. Nee, ist Holz und auch mehrmals Klarlack drauf, damit es halt einfach auch dauerhaft ist. Das ist ja schnell weg. Ja, das schon, ja. Die Überwachungskamera haben wir natürlich auch drin, klar, muss auch sein. Ja. Genau. Ja. Noch so ein paar andere Spezialitäten, obwohl jetzt sind alles verraten. Natürlich nicht. Genau. Das genau. Seht ihr dann in der Realisation. Genau. So, hier sitzen wir mit unserem Flying Theater System. Großzügig, ne? Man hat viel Platz, fühlt sich wohl. Die Beine baumeln. Ist wichtig für das gute Gefühl. Wir haben eine relativ niedrige Reling. Warum haben wir das hier? Wir haben einfach hier Wind, Duft und Wasser, was wir hier schön rausspritzen können. Winddüsen sind genauso angepasst, dass du wirklich richtig gut Wind abbekommst, dass es einfach realistisch wirkt. Du hast die Düfte innerhalb weniger, ja, ich würde sagen, einer Sekunde schon Duft, der ist auch sofort wieder weg. Also es funktioniert alles sehr gut. Wir können hier bis zu 5, 6 Düften reinmachen auf Wunsch, kein Problem. Also die dann gleichzeitig, aber die dann für eine Fahrt
Genau. Ich habe 5, 6 verschiedene Szenen, wo ich dann verschiedene Düfte gerne hätte. Ja. Wenn ich jetzt meine, ich müsste 20 Szenen haben, dann kann ich jetzt nicht in jeder Szene einen anderen Duft. Doch, nur auch. Also ich glaub, ja, aber das wäre ein bisschen drüber auch. Das ja, ich, die Frage also ist halt, ist es schon. Ob du irgendwann noch was schmeckst. Ne? Also. Genau. Wasser kann man sehr viel machen. Ihr seht es ja, Ende Mai, verstehen Sie Spaß. Da haben die mich ja hier richtig gelinkt, wo ich so ein Ding hier vorgestellt habe. Da lief dann so lang das Wasser, dass ich pitschnass war. Also da kommt schon ordentlich was raus. Deswegen haben wir eigentlich eine Schaltung, die das verhindert, die nur ganz kurz Wasser gibt. Das haben die aber überbrückt und dann, genau. Also es ist ein wirklich gutes Feeling. Gemeinschaftlich, es kommt wie ganz fein. Also wir vernebelt es sehr fein. Ein bisschen Wind dazu und dann hast du wirklich einen sehr realistischen Eindruck. Also es ist nicht so, dass ich Vogelkacke auf dem Kopf kriegt, dass er so viel raus. Das ist halt gerade so, wenn man so durch Nebel oder durch den Regen durchfliegt, in so einem Drohnenflug zum Beispiel oder in einer 3D-Landschaft, dann kriegt man halt richtig schön mal einen Spritzer ins Gesicht und man fühlt sich wie mittendrin. Oder wenn einmal ein Tier anbrüllt mit einem entsprechenden Atem oder so und da kommt mal was mit. Genau, dann kriege ich das ja auch direkt. Einen schönen Dino-Geruch noch. Dino-Geruch. Dino-Mundgeruch. Dino-Mundgeruch, das ist so das Schlagwort gerade. Das, wir Menschen denken, wir wüssten, wie Dinos aussahen, ist ja das eine. Wir wüssten, wie groß sie waren, okay. Dass wir wissen, was für eine Farbe die hatten, ja, mein Gott, weiß ich, aber wie die aus dem Mund gerochen haben. Genau. Das kann man sich ja denken. Finde ich gut. Du isst mal 2 Kühe und dann schauen wir mal. Genau. Zahnpflege war damals noch nicht so groß. Habt ihr da die Geruchsproben genommen? Ja, wir haben alle Düfte selbst verkostet. Genau, ja. Auch dieses System kann sich sehr stark bewegen. Gibt es wieder in verschiedenen Stufen. Es ist einfach auch so gemacht mit dem Wasser, mit allem. Es ist familienfreundlich. Es ist auch nicht so viel, dass, sagen wir mal, eine Dame, die sich ja mal ein bisschen Make-up im Gesicht hat, dass das sofort verwischt oder so, sondern es ist einfach so vernünftig gemacht, dass es ist ein guter Effekt, aber es ist nicht zu viel. Und man hat hier drin genug Platz, die Kinder kommen gut rein. Wir haben hier, der Sicherheitsbügel ist noch nicht dran, aber der kommt, wird noch montiert, nachdem es transportiert worden ist. Da ist ein gemeinschaftlicher Sicherheitsbügel und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, was sehr viel Spaß macht. Mhm. Und die Kante vorne stört auch nachher gar nicht, weil die Leinwand, wo jetzt hierzu kommt, die ist so groß und so hoch und du sitzt auch schon auf so einer gewissen Grundhöhe, dass das alles ziemlich gut funktioniert. Ihr habt ja gesagt, das Modularen, das ist ja dann die 8er Version. Wenn ich das jetzt als 16er bestelle, ist das dann... Das ist eine 16er Version. Das wollte ich gerade fragen, ob du dann 2 8er bekommst. Also kriegst du dann quasi immer das und dann anders angeordnet? Ja, also momentan ist es so, dass wir den 8er haben und wir den 8er quasi dann entsprechend duplizieren. Mhm. Es gibt damit sicher auch noch andere Möglichkeiten, wobei es einfach halt auch... Wartungstechnisch, alles ist einfach einfacher, wenn du immer die gleichen zu stehen benutzt. Wenn jetzt ein 12er oder ein 15er. Wir haben auch schon größere gebaut, 10er haben wir auch schon gebaut. Aber du kommst halt irgendwann in den Bereich, wo du elektrisch das fast nicht mehr wuppen kannst. Dann brauchst du Hydraulik und dann wird es einfach... Ja, beziehungsweise auch der Spaßfaktor. Also je mehr Leute nebeneinander sitzen, desto größer wird auch der Gradient von der Bewegung. Das heißt, wenn die in der Mitte sitzt, dann bekomme ich in der Bewegung nicht so viel mit, wie wenn ich außen sitze. Da passiert ja gar nichts mehr. Genau, deswegen macht es auch keinen Sinn, die beliebig groß zu machen. Also jetzt mal 10 Leute nebeneinander, dann haben die 2 außen richtig Spaß und zur Mitte hin wird es immer langweiliger. Es gibt da auch ein Flying Theater, ich glaube mit 30 Leuten nebeneinander und das dann über 50 Reihen. Das ist halt ein Kinosaal, der sich komplett bewegt und du denkst, das ist jetzt. Ja, kommt halt drauf an, welchen Platz du erwischt hast. Ja, genau. Jetzt verstehen wir auch das mit dem Einstieg. Also der Einstieg wäre dann von oben, von der oberen, wo wieder kommt. In dem Fall jetzt nicht tatsächlich, in dem aktuellen Projekt dann von unten zugestiegen. Das heißt, die Leute laufen vorne rum, steigen inzwischen den Simulatoren, also die stehen jetzt gerade versetzt. Normalerweise ist der Einstieg auf der Innenseite. Das ist in der Mitte dann das Podest, da laufen die Leute dann hoch und steigen ein. Genau, und das fährt dann für den Ride, fährt es dann weg aus dem Bereich raus, dass keine Kollisionen entstehen können mit dem Fahrzeug und dann geht's los. Genau, aber bei den größeren Versionen haben wir dann mit dem Podium, mit der Tribüne. Das hängt aber davon ab. Wir haben jetzt, das kommt auch auf die Räumlichkeiten an, was zur Verfügung steht. In dem Projekt haben wir jetzt einfach relativ wenig Deckenhöhe, wir haben sehr, sehr wenig Platz und deswegen ging einfach nur der Anstieg von vorne, was vernünftig war. Das kann man sagen, das ist ja Ravensburger, das Gravitrex. Das ist das neue Gravitrex Flying Theater bei Ravensburg. Das ersetzt das alte, in die Jahre gekommene 4D-Kino. Genau. Richtig, ja. Und ich habe das gerade richtig verstanden, das ist in der Größe mit Elektromotoren und nicht hydraulisch, ja? Genau, also wir bauen rein elektrische Anlagen. Also wir haben in manchen Anwendungsfällen Hydraulik zur Unterstützung,
aber normalerweise ist die gesamte Bewegung auf Servotechnik, also elektrotechnisch gelöst. Genau, weil wir da auch viel feinfühliger regeln können und wir haben auch die Skalierung, ist deutlich einfacher für uns, das elektrotechnisch zu machen. Ja, und die dann halt irgendwann kein Ölkühler und nichts, es ist halt. Es ist wartungsfreier, viel wartungsfreier. Also ich habe halt, genau, ich brauche keinen Hydrauliköl wechseln, ich brauche keinen großen Ölkühler, der irgendwo nochmal im Nebenraum sitzt, vielleicht, weil er auch Geräusche macht. Die ganze Technik ist sehr leise, also ich höre fast nichts. Und ich brauche halt den Antrieb, der im Fahrzeug unten drin sitzt und ich habe einen Schaltschrank dazu und das war's dann. Das ist wahrscheinlich so, wenn der richtig Gas gibt, so ein Summ ein bisschen wahrscheinlich. Ja, also du hörst ihn kaum. Das System, das wir hier eingesetzt haben, das hörst du kaum. Also wir haben hier ein eigenes System entwickelt, ein eigenes Antriebssystem. Außer die Servomotoren ist das ein eigenes System und da haben wir es mittlerweile geschafft, dass du selbst wenn es so leise ist wie hier, du hörst ihn nicht. Ja. Wahnsinn. Ja. Und deswegen halt dieses Modulare und zwei Passagierträger nebeneinander, weil es sonst halt nicht mehr. Cool. Gut, man kann natürlich auch noch hintereinander auf mehreren Etagen anordnen, klar, geht alles. Aber wir glauben, das ist halt auch eine Preisfrage. Mit diesem modularen System bist du halt einfach, kannst du auch einen Flying 4 relativ günstig realisieren, ohne dass du jetzt da ein riesen. Und man muss dazu sagen, dass es ja auch häufig mit den Projektlaufzeiten zusammenhängt. Also ich sag mal, wenn ich halt auf ein bestehendes System zurückgreife, dass ich dann einfach für einen 16-Sitzer jetzt zweimal baue, dann bin ich halt schneller, als wenn ich jetzt ein neues System entwickeln möchte, weil der Kunde unbedingt 20 Sitzplätze möchte und ich die erweitern muss und die Plattform anpassen. Das ist ja auch alles immer TÜV-relevant, muss entsprechend analysiert und dokumentiert werden. Und so das ist ja auch ein sehr langer, aufwendiger Prozess. Genau, und so kann ich halt viel schneller zu einer Lösung kommen. Und die Immersion am Ende ist die gleiche. Also die Leinwand vorne, also du merkst keinen Unterschied, würde ich jetzt wirklich, also das ist richtig geil, du bist im Film drin und das ist das Wichtige. Ja. Wir haben eher das Problem, dass Motion Sickness gerade bei unseren Flying 4 dann echt ein Thema wird, wenn die Fahrt länger geht. Wir haben eine Fahrt, die geht, ein Kunde, der hat knapp 11 Minuten. Und das ist echt ein Problem. Ja. Also da gibt es Leute, die kommen da schweißgebadet raus. Wenn es reicht. Wenn es reicht. Also wenn man dazwischendrin, die haben extra eine Pausefunktion von uns, haben wir den gebaut, damit die zwischendrin pausieren können, um die Leute da, weil es ist halt, also 10 Minuten immer so und es ist schon, also die Leinwand hat dort 9 Meter Höhe. Das ist so immersiv, dass du auch nicht mehr weißt, ob du jetzt gerade oben, unten, links, rechts, also es ist schon relativ krass. Das ist halt da auch eine unique Experience, weil die einmal per Ride nehmen, also zahlst per Ride und dann muss natürlich auch länger. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt als Parkanlage hättest und ich sehe, vor mir geht die Tür zu, dann gehe ich woanders hin und warte jetzt nicht, bis die mit ihrer Fahrt durch sind. Ja, genau. Nein, also im Park ist 2-3 Minuten machbar und dort geht es. Ja, klar, bei einer Standalone-Attraktion muss es länger sein. Ja, genau, da ist es einfach. So. Wir sind jetzt quasi durch alle Abteilungen so ein bisschen durchgegangen, aber wir haben noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall, glaube ich, erwähnen müssen. Genau. Zuerst mal, wir haben dieses Jahr, mal, wie gesagt, schon 4 Rides. 2 im Ravensburger Spielland, das ist einmal Gravity Checks Flying Theater und den Memory Interactive Dark Ride. Das sind quasi die Sachen, das ist die wir... Also wir benennen es jetzt, das ist eine neue Kategorie, wir haben quasi eine neue Produktkategorie geschaffen, ein Interactive Flying Dark Ride. Und das sind die beiden Anlagen, die wir quasi hier jetzt gesehen haben. Das ist das, was in Produktion ist, genau. Wir werden im Schwabenpark ein auf der Schwäbische Eisenbahn-Abenteuer machen. Das wird irgendwann im Sommer, sobald das Gebäude soweit bereit ist, eingebaut. Das ist quasi ein interaktiver Zug. Dürfen wir da schon drüber reden, eigentlich? Wir dürfen drüber reden, es ist schon veröffentlicht, ja, genau. Das wird es dort geben und wir werden dann im Thüle, Tier- und Erlebnispark Thüle, werden wir einen Tiki-Ride bauen. Das ist quasi hawaiianisch angehaucht. Wir machen da eine richtig coole Erlebnisfahrt durch den Dschungel. Es gibt eine super geile Pre-Show, die würde ich sagen, die stellt selbst uns vor ein bisschen Herausforderungen. Und es ist ein sehr, sehr schneller und auch ein Dark Ride, der sich auch sehr stark bewegt. Also wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ne? Wir drehen da schon ein bisschen mehr auf dann. Ist das auch zum Fahren dann in Thüle oder? Schon ein kompletter Dark Ride. Also wir fahren durch mit einer kompletten Motion-Plattform. Motion-Plattform mit Drehung, alles, es ist nicht interaktiv. Wir hatten eben 35 Meter, könnt ihr schon sagen, wie viel Strecke da gefahren wird? Wir werden ähnlich viel haben, ja. Okay. Ja. Fahrtdauer ungefähr, ich schätze, 3,5 bis 4 Minuten. Mit Pre-Show denke ich mal nahezu 6-7 Minuten. Ich glaube, das gibt insgesamt ein sehr erlebnisreicher. Habt ihr auch einiges vor dieses Jahr. Also das wird wirklich ein High-End
an der High-End-Anlage. Also auch Aufwind, habt ihr jetzt gemerkt, ich will geile Anlagen bauen. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, 5,5 Tonnen Bambus haben wir jetzt bestellt. Ja, und für die Thematisierung. Ich meine, und wir sind drüben, wir haben drüben noch eine andere Produktionshalle, da sind wir gerade am, am Pyramidensteine, also diese alten großen Steinquader am Bau. Ne? Ich glaube, davon brauchen wir 120 Steinquader, weil wir teilweise durch Höhlenbereiche fahren, die halt komplett aus Steinquader bestehen. Ja. Ah, das hypt mich schon sehr. Ich hoffe, dass wir das alles, also ja, das ist alles dieses Jahr geplant. Ja. Das ist dieses Jahr geplant. Und diese Tiki-Welt wird digital auch erschaffen da. Ja, also wir haben den Tiki, den gibt es schon. Wir können den auch zeigen. Vielleicht sehen wir den gerade. Genau. Und genau. Vielleicht noch kurz zu den 3D-Filmen. Wir machen nicht alles 3D bei uns, sondern wir haben einen sehr, sehr langjährigen Partner, mit dem haben wir sehr, sehr viel schon gemacht. Mittlerweile nimmt er uns die kompletten 3D-Sachen ab, weil wir hier einfach nicht genug Kapazität mehr haben, das alleine zu machen. Und CMC Engineering aus der Nähe von Stuttgart. Und ja, die möchte ich auch mal erwähnt haben, weil die machen für uns einen richtig guten Job. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum Christoph die ganze Zeit dabei ist. Was machst du hier eigentlich schon wieder? Ja, das ist, Aufwind ist im Prinzip ein perfektes, eine perfekte Ergänzung zu meinem Portfolio. Ich sage mal gerade eben jetzt, vielleicht auch für Parks, die sich größere Investments auch vorstellen können, wo ich dann parallel... ich mache für Aufwind den Vertrieb und bin dann auch teilweise im Projektmanagement. Je nach Projekt ist es immer unterschiedlich wie tief, weil Lutz kann sehr viel selber übernehmen mit seinem Team. Aber ich mache vor allem den Erstkontakt, die Kundenanbahnung, genau, das, und dann entwickeln wir zusammen eben das Projekt. Und Aufwind ist einer meiner Premium-Partner, wo ich den Vertrieb eben übernommen habe. Und das ergänzt sich mit den anderen Partnern, die ich habe, vor allem SP Fieser und jetzt zum Beispiel dann auch die größeren Achterbahnen Visa Coasters, weil ein Park natürlich, der an der Achterbahn interessiert ist, habe ich festgestellt, immer auch an einem Dark Ride interessiert war und das ergänzt sich echt, echt gut. Und von daher ist es, wie ihr jetzt auch gesehen habt, eine Preis-Leistungs-Sache für ein geiles Produkt für vertretbares, gutes Geld zu bekommen. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich entschieden. Gefunden. Das, genau, gefunden. Wie wir sagen, gesucht und gefunden. Genau, richtig, ja. Für uns war das ein idealer Einstieg. Wir hatten keine Kontakte in die Freizeitparkbranche. Und das ist natürlich Christoph, genau, der perfekte Partner, um die Kontakte zu haben. Und man muss dazu sagen auch, ich habe mir ja Aufwind auch angeschaut. Ich möchte keine Partner haben und möchte nicht irgendwie Firmen vertreten, die Ramsch-Produkte haben, weil ich natürlich auch meinen Namen immer mit verkaufe und an Versprechen an den Kunden verkaufe. Wie Lutz hat man ganz am Anfang, wie zum Beispiel, wenn ein Kunde unterschreibt bei einem Dark Ride oder gerade bei einem Media-Based Ride, weiß der Kunde am Ende ja gar nicht, was er bekommt. Er bekommt ein Konzept, das ist zwar ausgearbeitet, aber er sieht seinen individualisierten Custom Ride noch nicht. Und da muss man halt auch dem Kunden was versprechen und am Ende dann auch halten. Und deswegen, das hat einfach gepasst, als wir durch die Hallen gegangen sind, das Ganze gesehen habe, wie das gemacht wird und funktioniert, ja. Sehr schön. So, wir haben jetzt sehr, sehr viel gesehen, sehr viel gelernt, aber es gibt noch einen wichtigen Menschen hier, den wir euch noch vorstellen wollen, bevor wir gehen. Hallo, ich bin Sandra König, ich bin Geschäftsführerin hier und ich bedanke mich, dass ihr hier wart, für euer Interesse an unserer Arbeit. Und begleite euch jetzt gerade noch raus.